In die Marienkirche Haldensleben wird zurzeit die sanierte Orgel eingebaut. Das gut 150 Jahre alte Instrument des Magdeburger Orgelbauers Karl Friedrich Wilhelm Böttcher war nach Bautzen ausgelagert und dort von der Orgelbaufirma Eule saniert worden. Orgelbauer Friedemann Birke und seine drei Kollegen stehen vor einem riesigen 3D-Puzzle. Aber alles ganz easy. Wir haben Zeichnung, wir wissen genau, was wohin kommt. Wir wissen, die Teile sind genau nach Zeichnung gebaut worden. Das wurde alles schon mal zusammengefügt und ist wieder auseinandergenommen. Wir haben alles beschriftet und da ist das also nicht so eine große Kunst, das wieder zusammenzukriegen. Einzige kleine Hürde, in der Werkstatt war um die Orgel noch kein Gehäuse und alles war frei zugänglich. Zwei LKWs mit Orgelteilen sind in Haldensleben schon angekommen. Die Pfeifen kommen später in einem dritten LKW. Das liegt uns jetzt bloß im Wege rum. Jetzt ist die ganze Technik da und jetzt wird das aufgebaut, Stück für Stück. Dann kommt der Motor dran, dann wird Wind drauf gegeben, dann wird alles ausprobiert, ob es funktioniert. Und ganz zum Schluss kommen die Pfeifen. Ein Orgelverein engagiert sich seit 14 Jahren für die Sanierung des Instruments. Die Geschichte des Vereins bis zur Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt ist alles andere als geradlinig, sagt Nina von Zitzewitz, seit 5 Jahren die Vereinsvorsitzende. Dass es auch eine Geschichte von Erkenntnisgewinn und Erkenntnisverlust ist und nicht alles so linear nach oben ging. Ja, das finde ich ist schon auch was, was für mich persönlich wichtig ist. Das Orgelprojekt ist auch verbunden mit Streit und mit Verletzungen. Und doch wurde das Ziel nie aus den Augen verloren. Eine sanierte Orgel in der zentralen Kirche von Haldensleben am Markt. Es ist ja aus dieser Krise was Gutes erwachsen. Ja, insofern finde ich, gehört das dazu, wie zu so einer Biografie eben auch gewisse Brüche und Erkenntnisgewinne dazu gehören. Unbedingt dazu gehören für Nina von Zitzewitz auch die vielen Menschen, die sich weit über die Kirchengemeinde hinaus für das Orgelprojekt engagiert haben. Immerhin ist das Instrument mit 2200 Pfeifen und 42 Registern eine der größten Orgeln im Norden Sachsen-Anhalts zwischen Magdeburg und Altmark. Ein Gerüst reicht fast 20 Meter hoch bis unter die Decke. Da kriege ich direkt Gänsehaut, auch in dem Moment, als das Gerüst stand, was wirklich sehr, sehr hoch ist und alles still war, habe ich gesagt, wie viele Menschen hier auch in den 14 Jahren dabei. Es fängt ja an mit kleinen Kuchenverkäufen, Weihnachtsmarkt. Auch beim Ausbau der Orgel waren die Ehrenamtlichen am Start. Wir haben innerhalb des Ortes über 200.000 Euro Fördergelder gegeben. Geburtstage wurden gewidmet und mich erfüllt es einfach mit großer Dankbarkeit. Ich bin ein dankbarer Mensch, wenn ich das sehe. Ich freue mich aber auch, wenn es fertig ist. Bis Ende Oktober bauen die Orgelbauer das Instrument auf. Im November folgt die Intonation, sodass die Orgel in der Adventszeit das erste Mal seit mehr als 14 Jahren wieder erklingen kann. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.